Alter. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video geht es um das sogenannte Pendulum Rig. Ein extrem simpel aufgebautes Rig, aber dennoch gerade im Sommer der absolute Barschkiller schlechthin. Die einen werden es wahrscheinlich schon längst kennen, zumindest den Mechanismus und den Aufbau dieses Rigs. Aber es gibt sicherlich noch einige unter euch, die diese einfache, aber dennoch sehr fängige Rig-Methode noch nicht kennen. Beziehungsweise kann ich euch mit diesem Video dazu ermutigen, dieses Rig unbedingt mal auszuprobieren bzw. nachzubauen. Und so funktioniert das Ganze. Zunächst braucht ihr erstmal folgende Zutaten. Als allererstes braucht ihr natürlich ein Jig-Head, möglichst klein und leicht. Hier habe ich den Fallhead von Fish Arrow, 1,8 Gramm, schön klein und leicht. Perfekt für die Barschangelei. Und dann braucht ihr natürlich noch einen Gummiköder. Ich bin hier immer sehr gut mit der Flash-J-Reihe von Fish Arrow gefahren. Super feine Dekore, für jede Situation die richtige Köderaktion, widerstandsfähiges Material, Top-Qualität und wenn ihr das Ganze noch mit einem Final Keeper kombiniert, dann hat der Barsch quasi gar keine Chance mehr, euren Köder runterzulutschen. Ich sag mal, der Flash J hat ja schon von Haus aus eine echt bissfeste Gummimischung, aber der Baitkeeper macht den Köder quasi unsterblich. Ja, und so montiert ihr das Ganze. Ihr nehmt euch euren Köder, hier zum Beispiel den Flash J Huddle. Ihr nehmt euren kleinen Jigkopf. Und jetzt nosehookt ihr einfach den Köder. Tja, das war's. Wahrscheinlich haben die meisten jetzt mehr erwartet, aber das ist ja das sogenannte Pendulum Rig. Nennt es wie ihr wollt. Irgendeinen Namen muss das Kind ja haben. Aber das ist das Pendulum Rig. Einmal ohne Baitkeeper. Und jetzt montiere ich einmal nochmal das Ganze mit dem Baitkeeper. Und so wird der Baitkeeper jetzt montiert. Also vorweg, bitte achtet bei der Montage des Baitkeepers darauf, dass der Baitkeeper, wie ihr jetzt seht, da unten so einen Nupsi hat, der nach unten zeigt. Und der muss auch bei der Montage nach unten zeigen. Also ich drehe den nochmal so seitlich, so sieht er von der Seite aus. Und da seht ihr hier unten diesen Nupsi. Und jetzt drehe ich den wieder so, wie er dann auch in den Köder reingeschoben werden muss. Der Nupsi zeigt nach unten. Hier haben wir unseren Köder. Und jetzt schiebe ich den Baitkeeper einfach vorne in die Nase rein. Mittig. So, jetzt seht ihr nochmal, dass der Nupsi nach unten zeigt. Jetzt schiebe ich den komplett einmal rein. So, jetzt zeige ich euch das ganze Prinzip mal anhand eines Baitkeepers ohne Köder. Also stellt euch vor, dieser Baitkeeper ist jetzt im Köder drinne und was ihr dann macht, ihr nosehookt den Köder und zieht euren Haken entsprechend hier in den Baitkeeper rein. Dann hängt dieser Baitkeeper an dem Haken dran und natürlich ist der Rest des Baitkeepers im Köder drinne. So müsst ihr euch das dann vorstellen, der Baitkeeper ist im Köder verschwunden und der Haken wird dann durch die Öse des Baitkeepers gezogen und hält dann den Köder fest am Haken. So, das Ganze jetzt hier nochmal live am Endprodukt. Dieser Bait hat jetzt meinen Baitkeeper drin. So, ich nehme meinen Haken und habe ihn jetzt einmal durch den Baitkeeper durchgezogen und so hält das Ganze wirklich bombenfest am Köder und die Barsche können euch das Ding kaum mehr runterreißen. Da muss schon richtig ein kapitaler Fisch kommen, der das Ding runterrupft. Also das habe ich bisher noch nicht erlebt. Zudem habt ihr auch noch den Weed Guard, also den Krautschutz hier oben dran. Das heißt, ihr habt doppelten Verlustschutz, sage ich mal. Einmal durch den Baitkeeper, dass euch die Fische den Köder nicht vom Haken rupfen können oder auch bei Hängern der Köder dann nicht einfach abreißt und überhaupt auch den Hänger zu bekommen wird dadurch erschwert, dass ihr hier so einen Krautschutz habt. Ihr könnt mit dieser Art von Haken mit Krautschutz auch wunderbar im Cover fischen, im Kraut, sodass ihr auch die Hänger vermeidet. Plus Baitkeeper, Top-Kombination, um euer Portemonnaie zu schonen. Zur Führung dieses Rigs.
Wie schon erwähnt, ist dieses Rig der absolute Sommerhit für mich. Ich fische das Rig eigentlich fast nur im Sommer. Und zwar, weil dieses Rig sehr leicht gefischt wird, ist es optimal für die Flachwasser- bzw. Uferbereiche geeignet. Gerade früh morgens, wenn die raubenden Barsche ins Flachwasser ziehen, erwische ich mit dieser Methode eigentlich immer ein paar Barsche. Geführt wird das Rig entweder oberflächennah, also ihr werft das Rig aus, kurbelt dann kurz nach Auftreffen des Köders ein. Die Geschwindigkeit könnt ihr je nach Beißlaune der Barsche entsprechend variieren. Mal langsamer, kurze Spin-Stops, dann sinkt der Köder leicht ab, dann kurbelt ihr wieder ein. Rute anheben, Rute absenken lassen, sodass ihr den Köder entsprechend schön animieren könnt. Das ist euch natürlich selbst überlassen, in welcher Intensität ihr euren Köder führt, also in welcher Geschwindigkeit, mit welcher Kraft und so weiter und so fort. Dadurch, dass ihr eh im Flachwasser fischt und mit leichtem Material arbeitet, macht so ein Anrucken wie beim klassischen Jiggen kaum Sinn. Kurzes und schnelles Anheben und Absenken der Rute ist zum Beispiel auch eine gute Methode. Das gleiche gilt natürlich auch bei einer grundnahen Präsentation im Uferbereich. Auch hier lasst ihr das Ganze absinken und dann mit leichten Hebe- und Senkbewegungen und entsprechender Kurbelgeschwindigkeit animiert ihr dann euren Köder. Wenn ihr dieses Rig genauso wie ich es jetzt hier gemacht habe nachbauen wollt, dann schaut doch auf jeden Fall mal bei Nippon Tackle vorbei, denn da habe ich dieses gesamte Tackle auch gekauft. Nur zu empfehlen, ich packe euch die Links zu den Produkten in die Videobeschreibung, also checkt's mal ab. Ansonsten schaut einfach mal in eure Tackle-Kiste. Ich denke, ihr werdet auf jeden Fall fündig, das richtige Material hier zu finden. Das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like da, ein Abo da, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine Tightline am Wasser. Beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.